Hallo, mal eine andere Begrüßung. Oh, das ist ungewohnt. Weiter geht's mit Total War Warhammer 3 und mit Boris und mit Kislev und auf Legendär und als Live-Let's Play. Und wir laufen und wir bewegen und wir machen. Wir müssen uns hier unten gegen die bösen Buben wehren. Interessanterweise, warte mal schnell. Ah, Winterzahn muss ich ja auch töten für den großen Sieg. Okay, wir müssen in die Richtung. Unsere Heldin Kislevs, soll sich unbedingt hier runter bewegen. Sicher in diesen Bereich hier. Wir laufen weiter. Das Geld wird reinvestiert. In das, was halt geht. Der Turm der Fliegen. Oh, da gibt es ein tolles Buch dazu. Die sind wahrscheinlich nicht miteinander verwandt. Wo ist denn... Hier, also wir haben öffentliche Ordnung, sind wir immer noch an der Kippe. Kippe, Kippe, Kippe. Genau, ich hatte mir noch überlegt, noch ein paar Kommandanten hier in diese Armee reinzunehmen und vor allem die Strelzimmer rauszukicken. Ich brauche die gar nicht. Sicher zwei Kommandanten hier noch rein. Einen von denen vielleicht noch raus. Oder das hier raus. Das ist Infanterieabwehr. Okay. Wir machen folgendes. Wir nehmen nochmal zwei Kommandanten, zwei Helden von Twitch. Geben Sie bitte ein Ausrufezeichen Held. Wir holen an der Stelle hier nämlich zwei Helden. Einen Waffenmeister. Und einen Judikator. Macht das Sinn, einen Judikator zu nehmen? Geschwindigkeitsattribut, ne? Ich könnte auch noch eine Runde warten, in der Hoffnung, dass ich einen besseren kriege als den hier. Obwohl Minuskorruption ist vielleicht schon gar nicht so schlecht. Wir haben hier oben echt ein Problem, ne? Rubbels muss nochmal, das ist Elf, was du geschrieben hast. Also Helf. Ausrufezeichen Helf. Außer du brauchst Hilfe. Dann meld dich. Helf! Helf! Ausrufezeichen, helf! Helfen Sie mir! Ich hätte gerne den Helden da. Und ich hoffe, du hast bessere Chancen. Also. Wir haben zwei mit dazu. Wir machen da mal schnell... Ich mache das gleich in der nächsten Runde. Wir lassen mal schnell durchrollen. Und in der nächsten Runde gibt es dann hier die Namensverteilung für euch. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Versuche ich mit den Dunkelelfen irgendein Abkommen hinzukriegen. Das wäre nicht schlecht, ne? Ähnlich wie ich es bei den Zwergen gemacht habe unten. Ich bräuchte halt Besitz, den ich ihnen abgeben könnte. Wir könnten eine Stadt geben, die wir haben. Geld, außer du brauchst Hilfe, dann melde dich, Ausrufezeichen. Funktioniert nicht, scheinbar nicht. Die Kristallspitze, ein selbsternannter Sprecher der Wahrheit, reist durch die Stanisas und verbreitet Unglaube. Dieser Frevler macht unseren Bürgern glauben, dass die große Orthodoxie nur ein politisches Konstrukt sei, das sie unter Kontrolle halten soll. Nichts könnte der Wahrheit ferner liegen, aber wir müssen handeln. Ja, wir arrangieren den Unfall. Das ist sicher der gleiche Vogel wie beim letzten Mal. Der ist aus Versehen auf eine Bananenschale ausgerutscht. Die gibt's hier oben im Norden häufig. Also... Lutovia ist wieder am Leben. Wunderbar. Lutovia. Wir rennen hier mal schnell. Also, der Armee. So, also. Der eine Held heißt Mia. Das ist ja eine richtige Frauenarmee hier langsam. Mia 2304. Mia, ich lass die Zahl mal weg, meine Liebe, ja? Sehr schön. So, Mia unterstützt hier auch. Zack. Defender of Kislev. Zack. Drusina stand ready. Und die zweite Person heißt DJ. DJ 1990. Dann lasse ich auch das 1990 weg, ja? Also. Dann sind das noch drei. Das sind vier, zwei. Loyalty, Bravery, zwei davon. Und dann theoretisch noch einen Bären und dann ist gut. Super. Also. Natürlich, Zahlen weg, alles klar. Ich werde meine Aufgabe erfüllen. Das hoffe ich.
So, wir machen eine schnelle Reise. Have you grown so tired of cowering that you offer your death so easily? Okay, der scheint hier ein Problem zu haben. Ich überlege gerade, ihm diese Festung wegzunehmen und da eine Verteidigung aufzubauen, dass wir an der Stelle einfach nicht zu durchdringen sind. Ne? Das wäre ja grundsätzlich eine ganz coole Geschichte. Heed me, the eye. Now, Kislev. Also, der Eishof macht hier gerade Punkte. Ne? Ich hatte ja Sorge, dass meine Tochter Zarina Katharina nicht mehr unter uns weilt. Aber das tut sie noch, weil sie macht hier gerade fleißig Punkte. Das heißt, sie existiert hier unten noch. Sie lebt, sie kämpft, sie macht, sie versucht, etwas aufzubauen. Ja, wenn das so weitergeht, kann ich ein Schutzbündnis mit dem gleich noch eingehen. Dann könnten wir seine, seine Züge mitnehmen bei uns in der Armee. Das wäre mal was, hey. Kislev mit den Terrormörsern. Terror Kislev. Also, wir wollen. Was wollen wir? Frieden, Freuden, Eierkuchen. Wir wollen aber eine Runde weiter. Schafft es die Festung jetzt auszubauen? Wenn er nicht angreift, dann kriegen wir hier nochmal eins höher hin. Das sieht gut aus. Sind die Punkte nicht egal? Sie kann dich eh nicht übernehmen. Nein, nein, es geht nicht darum, dass sie mich übernimmt, sondern es geht darum, dass sie die große, dass sie die Orthodoxie übernimmt. Der Bonus von, also Boris, die Fraktion von Boris, hat den Fraktionseffekt, dass wir mit Zarina Katharina bessere diplomatische Beziehungen haben. Die haben wir nicht mit der großen Orthodoxie. Das heißt, Konstantin ist uns nicht, also ist uns weniger gut gesinnt als sie. Also unterstützen wir sie dabei. Doch bisweilen werden sie euren Rat einholen. Steht ihnen, wenn nötig, zur Seite. Mhm. Sinnvoll ist natürlich, dass wir sie unterstützen, dass sie ihn konföderiert, damit wir bessere Beziehungen zu ihr haben, weil wir die ja so oder so haben, damit wir eine höhere Chance haben, sie zu konföderieren. Ja, also. Also, diplomatische Beziehungen mit einer großen Orthodoxie, perfekt. Ah, ein Atamaner möchte noch etwas von mir. Drillmeister. Baukosten für alle Gebäude. Ja, aber ich will eigentlich den Atamanen hier auch gleich wechseln. Aber wir machen hier mal Baumeister rein. Das ist unser Aufbau-Atamane, ne? Der hat nämlich verdammt viel Wachstum dabei. In 4 Runden könnt ihr das ausbauen. Sehr gut. Ist der andere eigentlich wieder drin? Glutarius, du bist nicht... Du kommst nicht mehr dazu. Ich kann die Atamane leider irgendwie nicht... Naja, egal. So, die Rebellion hier machen wir gleich platt. Taste my spear. We are invincible, Kislev. They are nothing. Wir nehmen immer das Geld, weil wir das Geld brauchen. I follow the bear. Follow the bear. Follow the bear. I follow the bear. Also. Demon Slayer. Wir machen mal schnell die Bären ein bisschen besser. I shall enjoy this. Dann endlich, endlich, Kingsley. Du hast andauernde Hingabe. Kuss der Eisjungfer, machen wir mal. Dann ist ein bisschen günstiger noch. Und ich überlege mir, ob wir hier versuchen reinzurennen oder nicht. Er wäre eigentlich nicht unglücklich darüber. Ich habe halt ein bisschen Schiss, wenn wir mit ihm nicht Angriffspakt machen. Kneel. This, I am Truth. What? Dass wir den Nicht-Angriffspakt mit ihm machen.
er überrannt wird von den anderen hier. Weil er kämpft gegen Valkia und gegen den Schönling. Rosena, ready. Ich bin Honors Ursa. Chosen Rosena. Also wir rennen mal schnell hier rein, rekrutieren noch zwei kislevitische Krieger, weil wir die schon brauchen. Dann sind wir bei 19, dann kriegst du noch ein Bärentrüppchen rein. Ja, wir warten hier, bis sie das aufgebaut haben. Hier machen wir Geld, weil wir das dringend brauchen. Und ich bin der Ansicht, dass es keine schlechte Idee ist, wenn wir langsam mal eine Eishexe in Auftrag geben. Damit wir noch eine dritte Kommandantin dazu holen könnten, falls wir sie bräuchten. Weil ich glaube, dass wir da uns hin entwickeln. Gut. Wir machen einen Tausender pro Tag. Champion of Kislev. Okay. Nein, ich glaube, wir können ihn brauchen. Ich glaube, wir können die Dunkelelfen brauchen. Okay, das ist gut. Ja, ja, sehr schön. Ich habe es nur gemacht, damit wir hier hinkommen. Nein. Doch, hier. Damit wir den Tor... Also hier Nahkampfangriff. Erhöht den Nahkampfangriff aller Einheiten. Ich vermute, dass wir von 5% auf 10% gehen, ja. Kislev, you repel, Volcano, obey. Okay, sie hat das nächste erreicht. Wir könnten sie wieder unterstützen mit 10. Was machen wir? Das gibt uns hier nämlich nochmal einen Boni, Wachstum, diplomatische Beziehung mit Kislev und ne, also jedes Mal, wenn wir sie unterstützen, kriegen wir einen kleinen Boni davon. Noch mit. I am mad. Okay, er hat zwei Siedlungen hier. The Lost Tsar returns. I return. My blood is quick to boil. And hear me roar. Wir müssen hinten rumlaufen. No hesitation. I go for Kislev. Die graden die Sachen ab und bauen hier Verteidigungsanlagen rein. Er ist zu beschäftigt auf der Seite, dass er noch auf uns losgeht. Andi, dankeschön, Mann, für den Prime. Dankeschön, dankeschön. Hallöchen. Vielen lieben Dank für den Support. So, was haben wir hier? Hexe, Wirbelsturm oder Eis? Ich würde sagen, wir machen... Wir machen Eis. Ich fand Eis bis jetzt ganz gut. Defender of Kislev. Light the heart fires. The wrath of Kislev. Wir kriegen gar nicht mehr so viel Schaden, sehe ich gerade, ne? Kislev's defense is my solemn duty. Naja, ich müsste vielleicht Mia und Co. noch Rüstung geben und so, ne? Warte mal schnell, das verschmelzen wir. Heldentöter.
DJ, du kriegst den Drachenhelm. By our blood is Kislev kept safe. Ein Talisman der Ausdauer. Bewegungsreichweite, das bringt jetzt zwar nicht viel. Einkommen noch. Wodka-Brenner. Zauberkünstler. Vagabund, Steuereintreiber, Zauberkünstler. Soweit, so gut. Also. Rosina, ready. Fight for Mother Kid! Darusudi Tabasanu. Das ist ein Winterzahn noch im Krieg. Alatania müssen wir mal ausbauen, die Stadt, die Hauptstadt. Okay, also wir sind finanziell wirklich gut dran. Ich bin versucht, auf Silos zu gehen, ne? Aber wenn dann, von hier, also hier mitten rein. Hier ein bisschen Verteidigungsanlagen reinbauen und dann mitten rein. Sie greifen mich von unten nicht an. Er hat mir den Krieg erklärt und er hätte mit einer Armee relativ schnell bei unserer Festung sein können. In der letzten Folge. Aber aus irgendeinem Grund macht er das nicht. Die Heralde des Sturms. Oder wie sie auch immer heißen. Er kommt nicht. Wahrscheinlich wegen den Verteidigungsanlagen bewegt er sich nicht hoch. Der Verführung verfallen. Uiuiui. Lutarius ist wieder ready. Ja, das ist jetzt die Frage. Kann ich dich hier wieder einsetzen? Nein. Du bist jetzt ein Atamane. Ja, das ist jetzt das ist ein bisschen ungünstig eigentlich, aber naja. I follow the bear. Das machen wir. March until dawn. Wir bewegen uns zurück. Ich denke, er ist zu beschäftigt. Have you grown so tired of cowering that you offer your death? Ich walk ja nicht mehr im Krieg. Die drohen dann wahrscheinlich übers Wasser reinzurennen, ne? Wir lassen es mal offen. So, was will sie denn? Räuberin? Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen, Einkommen durch Überfall. Plünderer. Räuberin, Spikan, aber das beide, werde ich beides nicht wirklich aktiv brauchen. Chosen Drusina. Destroy them for Kislev! Okay. Zwei Runden noch, dann können wir das ausbauen. Dafür brauchen wir 6800. Die haben wir nicht. Noble of the Oblast. Endlich. Nicht angespackt. Yes. Winterzahn ist nicht mehr im Krieg. Ah, der ist jetzt mit dem Krieg mit dem Eishof. Aber die hier haben Frieden geschlossen, hä? Kislev's troth is also no. Da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt nicht mehr viel. Wir werden hier gleich hinlaufen und einen Hinterhalt machen. Weil es mir nicht passt, dass ich hier so wenig sehe und er immer noch nicht angekommen ist. Ich habe fest damit gerechnet, dass er sich das da oben schnappt.
Aber irgendwie hat es nicht hingekriegt. Da ist er. Man muss nur seinen Namen dreimal sagen, dann taucht er auf. Bladioga, Bladioga, Bladioga. Guck an. Kneel to, are you a god? Are you a god? I'm not a god. Ah ja, warte mal schnell. Ich sammle Spenden. Bist du bereit, mir... Nein, er will mir nichts zahlen. Oh, gemein. Hast du Lust, mir ein bisschen Geld zu geben? Einen guten Zweck. Warte. Der Flammenschlund. Weißt du was? Ich erkläre ihm auch den Krieg. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber er muss ja echt weit hier hinten sein, oder? Wahrscheinlich hier. Das findet er sicher toll, wenn wir denen auch den Krieg erklären. Ich kriege ein bisschen Geld, wir haben bessere Beziehungen mit ihm. Nicht ein Westpakt. Gegen die Shuttle-Legion muss er kämpfen. Oh. Ich kann den Bären holen. Und dann gehen wir hier mal schnell. Habe ich das nicht geskillt? Erfolgschance für Hinterhalt. Verdammt. Leader of Kislev's Warriors. Not ever. Commander of the Soldiery. Wir stecken uns mal schnell hier. Er soll die Winden der Festung. Die Winden der Festung soll er ruhig angreifen, Truppen verlieren und dann machen wir ihn platt. Weil er ist stark. Er ist außerordentlich stark. Vor allem hat er einen Todbringer. Ich weiß nicht, wie viele Todbringer. Er hat nach Chaosbrot, Drachenoger. Er hat bestimmt noch einen Drachenoger. Ich habe extra die kislevitischen Krieger wegen den Großen geholt. Und die Idee ist... ...25 weniger Bewegungsreichweite. Ich weiß halt nicht, ob er mir da... Nein, ich lasse dich da mal stehen. Defender of Kislev. Ein Nahkampfabwehr wäre auch nicht schlecht. Das Ding hier beunruhigt mich sehr. Zudem hat er auch einen Magier dabei. Rosina, ready. Without Kislev, the old world is lost. Wir müssen Tor dann nochmal aktivieren bei Zeiten. Boris Ursus! Boris Ursus. Rennen Sie weiter, Boris. Selbst wenn die von uns hier angreifen, bis sie hier ins Zentrum kommen, vergeht zu viel Zeit, dann könnten wir uns wehren. Das ist nur, das ist Pufferzone, ne? Das ist Opferland. Das klingt hart, aber... Long has Kislev's sacrifice gone unappreciated. Kurz gucken, wer was macht. Deswegen machen wir auf langsam. Ich habe auch den Boris freigeschaltet. Mal schauen, wie es läuft. Ich drücke die Daumen. Ja, sehr gut. Also wir könnten jetzt einen Pyrosieg machen, aber das finde ich todlangweilig. Wir machen... Also wenn ich jetzt Autoschlacht mache, dann stirbt die ganze Armee. Das wäre aber schade. Deswegen kämpfen wir selber. Weil, wenn wir selber kämpfen und er noch fliehen kann, dann passiert nämlich Folgendes. Er zieht sich zurück. Wir können mit der anderen Armee ihn besiegen, können einen legendären Kommandanten besiegen und kriegen die Fähigkeit von einem legendären Kommandanten. Zudem ist es auch spannend, die Verteidigung mal zu sehen. Es ist nämlich eine Festung,
die auf Stufe 2 abgegradet wurde, also verteidigungstechnisch. Das heißt, wir müssten viel, viel bessere Geschosse haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass er überlebt. Er soll fliehen. Kann er überhaupt fliehen oder ist er unerschütterlich? Ja, ziemlich viele große Units, ne? Aber die großen Units müssen irgendwo durch ein Tor durch. Er schickt alles auf einer Seite rein. Okay. Ich mach die Korsaren mal hier hin. Die Korsaren machen wir mal schnell dahin. Sergei. Sergei ist da, um uns zu verteidigen. Kann nicht mehr schief gehen, wenn Sergei da ist. Achso. Das sind Strelzi. Können wir die Strelzi mal bitte ein bisschen... Was ist das eigentlich für eine spezielle Aufstellung? Wo ist ein Katapult da? Darauf das ist das, was wir machen. Wir machen ihm das Scheißding kaputt hier. Und zwar von beiden Seiten. Hier der Turm. Soll da drauf schießen? Hast du Sicht, dann schieß da drauf. Müssten die Türme nicht besser sein? Ich will verhindern, dass er die Mauer kaputt macht. Er soll nur zwei Eingänge haben. Da geht die Brut. Da gehen die Hunde. Immer schön fleißig weiter auf den Todbringer. Macht ihn kaputt. Das soll dann nicht durchkommen. Ja, also das verliert er garantiert, weil er stellt die Truppen halt so auf, dass wir sie einfach abknallen können. Also wir haben jetzt keine Munition mehr, aber ja, you get the idea. Ist das Ding kaputt? Super. Tötet Shunt. Wenn Shunt so schön dumm dasteht, dann tötet ihn. Zaubert mir da nämlich immer ein bisschen zu viel rein. Tja, schade. Kein Schießpulver mehr. Oh, warte mal. Der Turm ist nicht aktiv.
defenders of Kislev! It is done! Orthodoxy decrees! Runter da. Hier hin. Runter da. Die geht hier hin, dass die Türme aktiv bleiben. Nice. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Sie rennen hier rein und wir können von der Seite noch, ne, schön ihnen in den Rücken schießen. Sehr gut. Ich strelle sie runter. Ihr geht mitverteidigen, ihr bleibt oben wegen der Ammo. Ihr geht da hin, ihr geht runter. Lasst ihnen in die Rücken. In den Rücken. Und der nächste Turm wird gebaut. Kommt der nächste große? Das ist eben der Vorteil, dass das hier Korsaren mit Speeren sind. Da kannst du Monster fast nicht dagegen schicken, weil die halt eben Bonus gegen große Feinde haben. Kannst du mir erklären, warum ihr wegrennt? Das ist ziemlich sicher nicht ein Befehl, den ich gegeben habe. Ja, hier, er bewegt sich jetzt auch nicht. Was macht die KI denn da? Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie bewegt er sich hier einfach gar nicht. Also KI ist halt, das ist fast schon ein bisschen schade. Die Schlacht so. Weil er lässt sich gerade von den Türmen einfach abknallen. Ich hatte schon gehofft, dass er versucht reinzu... Ich meine, die Türme machen eh verdammt viel Schaden. Verlust hätten sie so oder so, aber das hier ist gerade ein bisschen peinlich von der KI. Was will ich machen? Wenn ich aufgebe, dann ist die Stadt weg. Habt ihr ein Problem, weil wir oben stehen oder so? Wenn ich mich hier draußen positioniere, kommt ihr dann? Ja, okay. Immerhin. War auch nicht ganz das, was ich wollte, aber wir sagen uns nichts. So, der kann gar nicht abhauen. Ich dachte, der würde fliehen dann. Aber das kann er wohl nicht. Er verwest. Er ist ein Dämon. Tschüss. Ja, dann hätten wir eigentlich auch die Autoschlacht machen können, oder? Ein Teil der Armee überlebt.
Es ist mehr als ein Pyrosieg. Was weiß ich. Die Definition von einem Pyrosieg wäre ja, dass wenn wir eine, so eine Schlacht nochmal führen würden, dass wir sie dann verlieren. Aber das, dem ist ja nicht so, ne? Also. So, wo willst du hin? Ja? Da geht Winterz an. Den habe ich total vergessen. Drusena. Hagelsturm für Blutovia. Noble of the Oblast. Defend the Motherland! Auf Wiedersehen. Fight for Kislev! What are your miserable life's worth? So, dann gehen wir mit dir jetzt runter. Cut them reicht das? Down. Ja, das reicht. Ist schade, dass du nicht regenerieren kannst. Schlussverstärkung ist Rat der Hinterhalt. Wir machen mal das. Kisleviten steht zusammen, sehr schön. Können die ganzen zusammen kämpfen. Dann Blutovia kriegt einmal einfrierende Winde, Geschwindigkeit. Zaubert, beißende Winde. Schwingen, Angriffsbonus, Geschwindigkeit. Wir machen das hier. Aber wir zaubern mal basismäßig. Wir machen das mit der Heilung. In der Armee machen wir das mit der Heilung. Heilung und Nahkampf. Ja, das finde ich gut. Heilung und Nahkampf. Only the bravest are required. So, dann aktivieren wir nochmal Tor. So, wir haben das Geld. Weil ich das wie so viel gekämpft haben. We are disrespected. Wir hatten beide auch Truppen auffüllen. Weiß ich, aber das Problem ist, dass wir hier Verlust haben. Ich müsste die Stellung wechseln. Nur dann würde es Sinn machen. Und doppelt zu gehen macht keinen Sinn tatsächlich. Boris Ursus himself. Also du kannst zweimal den gleichen Held drin haben, die Verstärkung haben, also auffüllen, aber es zählt dann nur einen von beiden, also er verdoppelt das nicht. Gib mir die Info gerne. Was ich dann sehr gerne häufig mache, wenn ich zwei drin habe, ne? Einer geht dann auf Truppen auffüllen und der andere geht zum Beispiel auf Korruption bereinigen. Ne? Also dass ich es einfach aufteile. Der eine ist für Reinigung zuständig und der andere fürs Auffüllen. Und der Rest der Punkte geht dann sofort in Kampf. Ja, wir machen Saliak, damit wir den Wachstum nochmal ein bisschen fördern. Ich denke, dass die Armeen eigentlich das auch so hinkriegen. So, Fokus auf die Infanterie, das ist Unterhalt, oder Fokus auf die Kavallerie. Wir werden in der Gesamtsumme mehr Infanterie haben, das heißt, wir machen Fokus auf die Infanterie, dass die 10% weniger kosten. So, 5 Runden jetzt noch. Boris Ursus himself. Ja. Wir werden mit Boris, glaube ich, von hier anfangen. Wir werden das einnehmen und dann durchboxen. Und ich möchte ihn eigentlich dazu bringen, auch anzufangen. In 4 Runden ist unsere nächste Kommandantin ready.
Wie viele Patriarchen haben wir eigentlich? Einen Patriarchen könnten wir noch holen für den nächsten Kommandanten. Dann. Das hieße, wenn wir hier nochmal upgraden, dann hätten wir noch einen mehr, ne? Aber dafür müssen wir einen höheren Rang haben. Wir machen das hier, dass wir noch einen zusätzlich haben. Dann können wir wieder zwei Helden holen, einen Kommandanten. Dann ist da mal gut. Weil die Magierin ist ja nicht für den Nahkampf gedacht, aber die Patriarchen können wir dann in den Nahkampf schicken. Gegen andere Helden zum Beispiel. Kann nicht allzu viel haben. Allzu stark darf der eigentlich nicht sein. Wir greifen an. Was müsstest du machen? Das würde mich sehr wundern. Ja, eben. Also im Grunde genommen ist die Arm. Ja, komm. Klar, dass wir das gewinnen. Wir besetzen das nur. Defender of Kislev, Champion of the Motherland. So, jetzt machen wir das. Machen wir einmal Truppen auffüllen, zweimal Truppen auffüllen bei Mia. Mia, du kümmerst dich um die Soldaten. Und dann machen wir bereinigen und bereinigen bei DJ. Und so haben wir beides einigermaßen abgedeckt. Beißende Winde. Wirkt nicht auf Verbündete, das ist sehr gut, da wollen wir eigentlich hin. Machen wir den noch? Noble of the Oblast. Hinterhaltleger. Nein. This gift is mine alone. Commander of the soldiery. Handwerker, entschlossen, Kreaturen des Landes. Geben die mal Plattenrüstung, dass wir hier langsam hinkommen. Dass wir die Bogenschützen etwas verstärken in der Umgebung. A symbol of my power. Rettungszauber, begleitender Kommandant. Champion von Kislev. Geschwindigkeit für Zarenwachen, das haben wir nämlich. Die haben wir nicht. Einheitenerfahrung für Zarenwachen und Eiswachen. Rüstungen für Zarenwachen in der Armee. Zarenwachen haben wir. Ja, zeremoniell. Sehr gut. Die Kul wurden vernichtet. The lost Tsar returns. Onward, proud men. Ja, wir gehen hier hin. You want to die now? Nicht, ich will nicht dich anwählen, du fetter Troll. Ich will ihn anwählen hier. The good must be served. 5000. Ich bin Ehre, dir so viel Geld zu in den Rachen zu schmeißen. Ich glaube, es hackt. Wir bauen hier hinten Verteidigungsanlagen auf. Ich das Geld hätte auch dafür. I
Das könnten wir angreifen und von hier dann direkt hier hinrennen. Das würde eigentlich gehen. Das einzige Problem ist, dass wir hier oben dann angegriffen werden. Der scheint gerade Spaß daran zu haben, hier zu plündern, ne? Ich will eigentlich das ausbauen und dann Verteidigungsanlagen rein. Auf der anderen Seite kann ich das abreißen und dann Verteidigungsanlagen reinmachen. Und noch klüger wäre gewesen, die Verteidigungsanlagen reinzumachen, wenn Boris da steht, damit das noch reduziert wird. Der Eishof holt sich Sachen zurück. Prag ist wieder frei. Ich sehe es auf der Minimap. Seht ihr es auch auf der Minimap? Das ist da drüben. Da drüben steht's. Ah, der Eishof kommt. Sie holen sich die Sachen wieder. Zarina. Schön. Ich will endlich die Hexen haben, ne? Nein. Nein! Du Sau, du! Wir setzen Thor ein. Nein, wir setzen Ursun ein. Dann kriegt er nämlich Verschleiß. Das Stück Elend. Entschuldigung, den Frosch verschluckt. So, Gletschersprenger oder Eissplitter schwingen. Geschwindigkeit reduziert, Geschwindigkeit. Wir machen Gletscherfrost. Das finde ich cool. Das ist so eine Fähigkeit, die wir dann einsetzen können. So. Heimisch, Forschung. Was haben wir denn für ein Problem hier größtenteils? Ja, die öffentliche Ordnung ist ein Problem. Also, Provinz stärken. Leader of Kislev's Warriors, make pomp! And bring me a drink. Champion of the Motherland. Wir rennen mal schnell zurück, um das voll aufzufüllen hier. Obwohl die Armee ist nicht wirklich stark. Champion of Kislev. Aber voll ist gut. It helps my homeland. It is Ursun's wish. What do you ask? Oh, ich habe eine Idee. Ich helfe dir gegen den Winterzahn. Dafür hätte ich gerne Monolith von Okay. So, dadurch wird er uns noch mehr mögen. Ich bin froh, dass die Hauszwerge nur minus 40 Abneigung haben. Damit lässt sich ja arbeiten, ne? Motherland endures. Oh, es beginnt. Wir plündern und besetzen. Ja, okay. Das, was wir hier jetzt gerade ausgegeben haben, ist irgendwie mehr als die Hälfte von dem, was wir geplündert haben. Das macht dann aber gar keinen Sinn. Du meinst, sie hassen dich, aber sie verabscheuen dich nicht. Ja, genau. Damit lässt sich arbeiten. Damit lässt sich halt arbeiten. Hear me roar. The great orthodoxy backs you. Kämpft nur gegen die. Sehen wir Prag schon? Nein, aber sie hat es geholt. Sie hat es geholt. Boris Ursus, Ursuns Disciple. Irgendwo, wo war das denn?
Großhafen. Ich weiß nicht, ob wir den Großhafen noch ausgebaut kriegen. Aber der wird jetzt, der verbrennt hier einfach. Wenn er, also entweder greift er an oder er verbrennt da auf Dauer. Das ist seine Entscheidung. Hey, wir haben endlich Gegenoffensive. Wir sind endlich in einer angreifenden Bewegung. Und nicht wie am Anfang die ganze Zeit in einer verteidigenden Bewegung. Wir schließen mit Zarina Katharina auf. Sehr schön. Jetzt muss ich nur hoffen, dass die Zwerge keinen Unfug machen, ne? Weil wenn die jetzt in mein Land einfallen, oder wenn links Hag Gräf da drauf geht. Ja, ich würde sagen Autoschlacht, oder? Ich meine, er versucht reinzukommen. Die Hunde sind ein Witz. Er hat nichts, was rüstungsdurchdringend ist, außer den Zigoren. Der wird aber abgeknallt von den Türmen. Die Minotauren, ja, haben auch die Höhe. Ja, komm. We are Kislev. Demon Slayer. Da ist jemand bald unsterblich. Ja, Geschossresistenz hier. Bewegt sich noch niemand zu uns. Frieden kein Thema? Schade. Über deine Entscheidung. So. Das dürften wir eigentlich auch ohne Probleme schaffen. Ich meine. Ja, also das sind normale Barbaren. Komm, das drücken wir auch mal schnell mit Autoschlacht durch. Das ist schon in Ordnung. Ich meine, wahnsinnig spektakulär ist es ja jetzt nicht. Das Geld mit. Lies with your master. Noble of the Oblast. A shrewd action. Chosen Druzhina. Okay. Sind die ersten ja theoretisch schon Goldstufe? Die nächsten Zarenwachen gehen da eigentlich auch hin. Ich würde sagen, wir machen mal die Hofelite und bewegen uns dann langsam hier hin, oder? Nein, ich wollte eigentlich hier hin. Egal. Ich habe mich umentschieden. Wir machen die Rüstung der Zarenwache noch stärker. Dann die beißenden Wind und dann gehen wir hier rüber. Dann das Schlaflied für... Achso, wir haben zwei. Ja, Schlaflied und stärker werden. Und Nahkampf und stärker werden. If it honors Ursus. So, in der nächsten Runde haben wir unsere Magierin. Oh, wir haben langsam eine funktionierende Wirtschaft. Was ich diesen Tag noch erlebe. Ein bisschen gerührt bin ich schon. Ein Tränchen kullert mir da schon die Wange runter. Also in vier Runden können wir sie nochmal unterstützen. Küstenprovinz, wo Boris gerade ist, gehört zur Hälfte den Haaszwergen. Also könntest du, wenn du Winterzahn die Siedlung weggenommen hast, eventuell für einen Tausch gegen Egewens Abkommen oder eine Siedlung... Ja, das habe ich auch schon überlegt, dass du meinst, diese Strecke hier, dieser Landzweig, das hier ihnen geben und dafür zum Beispiel das nehmen oder ein Schutzbündnis reindrücken. Habe ich mir überlegt. Das Problem ist einfach, ich will ihm eigentlich gar nicht so viel Gebiet hier reingeben. Ich will die zwar eigentlich halten und da ein paar Sachen aufbauen, weil ich ihn nicht allzu sehr ins Land reinlassen will. Ich hatte den Gedanken aber tatsächlich auch schon. Er ist ein guter Gedanke. Have you grown so? Also beziehungsweise ich sehe mich bestätigt, wenn nicht nur ich das so sehe, aber
Bin dann trotzdem nicht ganz sicher, ob ich das so machen will. Ah, warte schnell. Verteidigungsanlagen, ja. Eine Runde brauchen wir, weil er ja, ne? Und das machen wir. Zack. Eins weiter. Wenn Boris irgendwo was einnimmt und wir bauen dann da Verteidigungsanlagen rein, das geht so frech schnell. Wir könnten ihm diesen Landstrich halt trotzdem Boris noch geben. Ne? Ich glaube halt, dass wir in ein so positives Verhältnis mit ihm kommen, weil wir denen so auf die Fresse schlagen hier. Ja, wir haben jemanden. Ich glaube, die gesamte Armee geht an YouTube dieses Mal. Mit zwei Helden und allem. Wir besetzen das regulär. Drusina, ready. For the glory of Kislev. Defend the motherland. A worthy addition to my holdings. Ich verstehe nicht so ganz, warum da einfach niemand drin ist. Aber okay. So. Wir holen jetzt eine neue Macht. Kislevites grow restless. Eine Macht, die Kislev verteidigt. Eine Eishexe. I switch. Und weil hier jemand Pech hatte, und zwar Glutarios. Glutarios, du trägst ja eigentlich den Namen von einem Atamanen, aber den brauche ich nicht, weil den kann ich nicht zurück reinsetzen. Deswegen kriegst du hier den Namen dieses Kommandanten, ja? Frostweaver. So, dann machen wir Vorhut und Festungswart. Und der Festungswart geht an, auch von YouTube, Quantinio. Quantinio, sehr gut. Quantinio. Und der zweite an Blaufuchs. Blauer Fuchs. Die Zahlen lasse ich weg. Ich lasse die Zahlen immer weg. Ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Storm Summoner. Summoner. The Orthodoxy sees. So, nicht zugewiesener Fähigkeitspunkt für Kingsley. Kingsley, der alte Kämpfer. Also, du bist einfach nur noch stärker. Das ist das Ding. Reborn for Kislev. The greater good must be served. Nein. Nein. Ready. So, ich weiß, dass wir jetzt gerade wieder im Minus sind durch meine eigene. Ich vorhin erst gerade gesagt habe, endlich sind wir positiv, Wirtschaftssystem, bisschen was aufgebaut, boom boom. Und keine paar Runden später bin ich wieder im Minus. Ich wirtschafte einfach scheiße. Ist einfach so. Ich bin einfach ein Trottel. Nein, wir arbeiten hauptsächlich mit Plündern. Kann ich eigentlich irgendwo noch die öffentliche Ordnung steigern, weil mir das langsam echt auf den Senkel geht? Nein. 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 Okay. Öffentliche Ordnung ist wirklich Pain. Dann reißen wir das nicht ab, sondern bauen das aktiv aus. Die Eishexen-Kommandanten-Slots geben auch immer Ordnung. Habe ich beide schon.
Next, kannst du das React ruhig rausnehmen, wenn du willst. Das ist mein YouTube-Kanal. Ja, völlig in Ordnung. Aber wenn du das, wenn du möchtest, und hi Kingsley, von YouTube auf Twitch gekommen. Ich kann es rausnehmen, wenn du das magst. Wenn du es cooler findest, mach wie du magst. Du gibst mir Bescheid. Wenn React raus soll, nehme ich React raus. Wenn React drin bleiben soll, dann lasse ich React drin. So wie du dich wohlfühlst. Mir ist beides recht. Es ist dein Loot, der uns schon die ganze Zeit unterstützt hier. So, also weiter geht's. Weiter geht's! Also mit React klingt es cooler oder ohne? Ich brauche klare Anweisungen. Bitte geben Sie mir klare Anweisungen. Klare Anweisungen beinhalten, Name komplett drin lassen. Name nur mit Kingsley, ohne, okay. Das ist eine klare Anweisung, ich nehme es raus. Ich habe dich bis jetzt immer nur mit Kingsley angesprochen, weil ich weiß, dass du das... Also weil ich das immer so gemacht habe. So. Kingsley. Irgendwie ist das React noch dabei. Jetzt nicht mehr. So, also, Patriarch. Der große, böse Patriarch. Khan-König. Kosten für Anrufung des Mutterlandes. Wir machen das jetzt trotzdem. Wenn ich der Ansicht bin, dass das viel bringt. Lass mich raten, der ist abgehauen. Ja. Also. Da steht er. Ich weiß nicht, wo der andere hin ist. Wir greifen an, wir nehmen ein. Meins! Wir plündern und besetzen. Gibt es hier etwas Sonderwünsche? Manchmal. Lutovia hat ein Schlachtross. Provinz ist gesichert. Machen wir eigentlich Minus? Nein, wir machen Plus. Defender of Kislev. Noch. So, verfluchte Grenzen. Sehr schön. Das heißt, mehr Schaden für die Bogenschützen, wenn wir dich in der Nähe der Bogenschützen aufstellen. Falke der Miska, die ist sehr nützlich, weil da machen wir unseren eigenen Leuten keinen Schaden. Und dann kriegt Mia Nahkampfabwehr und DJ auch Nahkampfabwehr. Der Atamane. Oh, wir haben, können einen zweiten Atamanen reinnehmen. Öffentliche Ordnung und Dings ist eigentlich ganz gut. Aber am liebsten eine große Provinz. Eine mit 4. Bride of the Ice. Haben wir keine mehr, hä? Also dann. Hier rein. Bitte gehen Sie da rein. I return. There's the creed. My pulks are at your service. Das will ich hoffen. A pleasure. Töchterchen. All kiss. Ich mach ganz kurz einen Gewaltmarsch zurück, weil er hier droht, das einzunehmen mit meiner Hilfe. Das will ich aber nicht. Ich will es nämlich haben. Ich will mich hier etablieren. Etablieren. Und ja, so viel dazu. Munition für Eiswachen reduziert. Prag erinnert sich. Strelzi. Nee, ist nichts Gutes dabei für uns. Nicht das, was wir brauchen. Heiliges Gehölz. Minus, minus, minus. Nein.
Wir machen die Zarenwache noch ein bisschen besser, das ist okay. Urson Sensas Gift. Absolut Devotion! Die hier rein. Stay healthy, Kislevs. Few things would. Gut. In zwei Runden können wir unsere Tochter nochmal unterstützen. Mittlerweile weiß sie auch, wie wir sie unterstützen. 3, 4. Wir sind jetzt in der Lage, Eiswachen zu machen mit Schwertern. Aber ich habe jetzt das Geld gerade nicht. 4250. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir tatsächlich auch auf die Hexen. Die Ungol-Hexen und so. Weil die haben neue Zauber. Die Gebäude bauen wir dann alle. Eine neue Zauberkette. Fluchzauber. Und die sind ganz cool. Denn ich bin jetzt nicht sicher, ob es in der einen oder anderen Richtung ist. Aber ich glaube, wenn man den Zauber nicht überlädt, ist es ein Fluch für den Feind. Und wenn man den Zauber überlädt, ist es ein Segen für die eigenen Einheiten. Man kann also entscheiden, ob man zum Beispiel Rüstung bei den Feinden runternimmt oder Rüstung bei den eigenen Leuten dazu gibt. Das macht natürlich die Zauberkette etwas flexibler und etwas... stellt sie etwas breiter auf, man kann also mehr damit machen, hat mehr Möglichkeiten, was man halt gerade braucht, ne? Sind die eigenen Leute im Nahkampf und haben Probleme, dann geht die Rüstung hoch. Hat man Distanzkämpfer, die gerade viel Rüstung haben und man will sie gerade niederschießen, dann macht man die Rüstung mal schnell weg. Das ist natürlich ganz cool. Gut, wir machen aber in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge werden wir Volksgrad holen. Wir werden hier hoffentlich weiter voranschreiten. Wir werden hier eine weitere Armee aufbauen, die in der Lage ist, die Küsten zu verteidigen. Weil er wird sich das nicht gefallen lassen und wird wahrscheinlich bald rübersegeln. Das aber alles in der nächsten Folge. Ich bin zusammen, also wir vereinen gerade Kislev, ne? Also wir holen das und das. Und dann sieht es sehr, sehr gut aus für uns. Punkto Kislev und wir. Aber das alles in der nächsten Folge. In der nächsten Folge ist eigentlich Kislev dran, ne? Mit Bündnissen und alles. Gut. Like, Kommi und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.